Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass du aufgrund von zu wenig Geld deine Existenzgründung, deine Selbstständigkeit nicht starten kannst? Nun, da gibt es gute Nachrichten, denn wenn deine Freunde, also Fools, Friends und Family dir kein Geld geben, dann kannst du immerhin zu Banken gehen und selbst, wenn die Bank dir kein Geld geben, kannst du zum Jobcenter gehen und kriegst vom Jobcenter Geld für deine Existenzgründung. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe von Menschen dabei, ihren Traum zu verwirklichen, ihre Unternehmung zu starten. Und nicht wenige dieser Gründer haben eine schlechte Voraussetzung, sprich sie haben keine reichen Eltern, sie haben wenig Eigenkapital und manchmal sogar ist es, was die Bank sagt, nein, also an ihr Konzept glauben wir nicht, wir geben ihnen kein Geld. Und dann kannst du, egal ob du Gründer bist oder auch schon Bestandsunternehmer, immer zum Jobcenter gehen und dir Leistung zur Einnidung von Selbstständigen besorgen. Und dafür gibt es einige Dinge, die du falsch machen kannst. Und deshalb habe ich heute dieses Video für dich gemacht, damit du lernen kannst, dich vorzubereiten und die Antragstellung richtig machst. Kommen wir nun zum ersten Punkt, zum Paragraphen. Der Paragraph, nachdem du dieses Geld beantragen kannst, ist Paragraph 16c. Und zwar aus dem Sozialgesetzbuch 2. Ich sage dir das deshalb, weil viele der Sachbearbeiter, die dich im Jobcenter möglicherweise beraten, das entweder nicht wissen oder absichtlich dir diesen Förderantrag nicht geben wollen und dich gar nicht beraten. Nun, was sagt dieser Paragraph aus? Der sagt aus, dass du zur Gründung oder zur Festigung, zur Sicherung deiner Selbstständigkeit im Vollerwerb dir Mittel beantragen kannst, bis zu 5.000 Euro für Zuschuss. Ja, und eigentlich auch dazu noch ein Darlehen, was keine Obergrenze hat. Ja, du hast richtig gehört, es gibt also auch vom Jobcenter ein Darlehen, was theoretisch nicht limitiert ist. Nun, sicherlich werden die nicht freudig begeistert sein, wenn du einen Kreditantrag beim Jobcenter vorlegst für 100.000 Euro. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber wir haben selbst schon hier in Berlin Fälle gehabt, wo bis zu 20.000 Euro Mittel nach diesen Paragraphen bewilligt werden. Nun, was sind nun die häufigsten Fehler, die gemacht werden? Oder was sind Ausschlussgründe, dass du dieses Geld bekommst, um deine Unternehmung zu starten oder zum Wachstum zu bringen? Nun, das Erste, was du brauchst, ist tatsächlich einen aktiven ALG-2-Bescheid. Also es muss dir bewilligt sein, Mittel für deine privaten Lebenshaltungskosten nach dem ALG-2-Gesetz. Hast du dort keinen Bescheid oder vielleicht nur Zuschüsse für Miete oder irgendwelche sonstigen Zusatzkosten, Heizungskosten und so weiter, nun, dann wirst du diesen Antrag nicht bekommen. Es wird auch nicht bearbeitet nach § 16c. Was ist der zweite große Fehler, der gemacht wird? Nun, der zweite große Fehler ist, dass keine Bankabsagen vorhanden sind. Warum ist das so? Die Jobcenter verwalten Mittel von Steuerzahler. Das heißt, du und ich oder andere, die jetzt gerade Steuern zahlen, davon werden Mittel dann im Jobcenter weitergegeben. Und das Jobcenter gibt natürlich hierüber nur für Gründer und Bestandsunternehmer Gelder gerne raus, teilweise sogar geschenkt, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Das heißt, das Jobcenter ist die letzte, nachrangigste Stelle nach Eigenmitteln, nach Banken, nach Förderbanken. Erst wenn die alle Nein gesagt haben und das nachgewiesen ist, erst dann kann man beim Jobcenter Geld für die Gründung beantragen. Was bedeutet das nun für dich? In der Regel musst du 2 bis 3 Absagen von Banken vorweisen. In der Regel sind es 1 bis 2 Mal von der Hausbank und 1 Mal von der Förderbank. Was bedeutet jetzt Förderbank? Nun, jedes Bundesland, so wie in Brandenburg die ILB, so wie in Berlin die IBB, gibt es immer Landesförderbanken, Investitionsbank Berlin zum Beispiel. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben ihre eigenen Förderbanken und dort gibt es auch eigene Förderprogramme. Und auch von diesen brauchst du eine Absage. Du brauchst also Absagen, mindestens 2 bis 3, die du deinem Antrag auf Leistung für Einlegung von Selbstständigen für deinen Zuschuss und Darlehen dann noch beilegen musst. Also denke daran, dass du Banktermine machst. Denke daran, dass du bis dahin deinen Businessplan schon fertig haben solltest. Denn die Bank wird einfach nicht nur sagen, wir geben ihnen nichts. Dann hast du das Problem, dass du keine schriftliche Absage bekommst. Das bedeutet also, mach dein Konzept fertig, mache Termine bei der Bank, gehe dorthin und sage bitte nicht, du brauchst eine Absage fürs Jobcenter, sondern du fragst nach einem Förderkredit, nach einem Darlehen für deine Gründung oder für dein Wachstum. Dann sagen die, wir prüfen das, dann gibst du deine Unterlagen ab und dann kriegst du eine Absage und dann sagst du, das brauche ich schriftlich. Weil diese Absagen müssen schriftlich dokumentiert werden. Okay? Ganz wichtiger Punkt. Nun, was sind weitere Ablehnungsgründe, wo das Jobcenter sagt, nö, also das machen wir nicht? Ein weiterer häufiger Punkt, das sind die fehlenden Kostenvoranschläge.
KVA, Kostenvoranschläge, Angebote. Das können auch Screenshots sein im Internet, wo du dann auf den Computer gehst, den du haben möchtest und du achtest, dass da brutto und netto ausgewiesen ist, machst du 3 Screenshots. Hier gehst du ganz einfach vor. Wenn du deinen Finanzplan gemacht hast und deine Dinge, die du anschaffen musst, zum Beispiel deine Website, dein Computer etc., diese Dinge, dass du dann dir jeweils 3 verschiedene Angebote im Internet holst oder auch sicherlich von Lieferanten und dass du darauf achtest, dass die im Preis nicht großartig unterschiedlich sind und dass du im Anhang beilegst. Sicherlich macht es Sinn, wenn du einen guten Laptop haben willst, dass du vielleicht noch 2 teure noch dazu holst, sodass du dann garantiert auch das Gerät dann bekommst, was du brauchst. Ich habe es erlebt, dass ein Unternehmer diese Mittel beantragt hat und der hat eine Schleifsäge dort bestellt, reingelegt als Angebot, nur eine einzige für 1.000 Euro, und hat dann der Jobcenter-Mitarbeiter im Internet gefunden, es gibt auch welche für 150. Hier wird es dann erforderlich, dass du dann im Textteil, wir sprechen also vom lyrischen Teil, auch begründest, warum du genau diese Geräte brauchst. Und er hat gesagt, ich bereite Boote auf und wenn ich mir vom Bauhaus für 100 Euro ein Seitenschleifgerät beispielsweise kaufe, nun, dann arbeite ich einen Tag damit, dann ist das kaputt, das Gerät, und ich kann am nächsten Tag mir ein neues kaufen. Also begründe, warum diese Dinge dann auch wirklich erforderlich sind und achte darauf, dass du 3 verschiedene Angebote einholst. Was ist nun der wichtige Punkt, wenn du jetzt im lyrischen Teil deine Anträge begründest? Nun, es gibt 3 Argumente, die müssen gegeben sein, damit das Jobcenter das bewilligt. Das erste Argument ist, dass es betriebsnotwendig ist. Also wenn du dort reinschreibst, ja, ich bräuchte eventuell ein Seitenschleifgerät und Computer, aber es ist nicht so wichtig, oder meine Schreibmaschine würde auch reichen, aber ein Laptop wäre schon besser. Also wenn du sowas formulierst, dann sagt das Jobcenter, dich ist nicht zwingend betriebsnotwendig, es ist nicht erforderlich und lehnt ab. Also schreibe im lyrischen Teil, dass ohne diese Anschaffung deine Unternehmung, dein Projekt, dein Vorhaben nicht funktionieren würde. Erst dann sagt Jobcenter, wir fördern das. Ja, und die andere Nichtdarstellbarkeit, das hat was damit zu tun, dass weder die Banken noch Eigenmittel, vielleicht sogar die Schufa beispielsweise, dir überhaupt gar nicht erlaubt, Fördermittel zu beantragen. Dann begründest du noch, dass das gesamte Vorhaben nicht anders darstellbar finanzierbar ist. Dann ist das Jobcenter die letzte nachrangige Stelle, dir Geld zu geben. Und was ist die Motivation für das Jobcenter? Nun, das ist relativ einfach. Wenn du längere Zeit arbeitslos bist oder nicht mehr vermittelbar bist oder Vermittlungshemmnisse hast, dann weiß das Jobcenter, dass du noch 3, 4, 5 Jahre dort auf der Liste bleibst. Und jedes Jahr kostet dir das Jobcenter jede Person zwischen 12.000 bis 20.000 Euro. Und deshalb kann es sinnvoll sein, dass das Jobcenter dir vielleicht 5, 10, 15.000 Euro gibt, damit du deine eigene Existenz aufbauen kannst, damit du von der Liste runterkommst und das Jobcenter langfristig keine weiteren Kosten mehr hat. Was ist nun ein weiterer Grund dafür, dass das Jobcenter deinen Antrag ablehnt oder vielleicht gar nicht bearbeiten will? Nun, es gibt in Gesamtdeutschland Kooperationen mit den Jobcentern und Bildungsträgern. Die machen eine Ausschreibung und dann kann man sich als Bildungsträger dort bewerben und dann kriegt man 20, 30 Gründer, Gründungsinteressierte, die sitzen in einer Gruppe zusammen und werden dann über 1, 2 Wochen und Monate begleitet, ihren Businessplan zu schreiben. Das hört sich zwar erstmal gut an, auf der anderen Seite ist es aber so, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das Jobcenter auch Auflagen erteilt an diese Bildungsträger, die diese Vollzeitmaßnahmen durchführen. Die Auflage, die ich erlebt habe, war in einem Telefonanruf, den ich bekommen habe, ob ich als Herr Schäfer, Geschäftsführer des Instituts, nicht Lust hätte, so eine Maßnahme mitzugestalten. Und ich habe gefragt, was sind die Rahmenbedingungen? Und eine Rahmenbedingung war, dass erstens der Zuschuss meistens reduziert wird von 5.000 Euro auf 2.500 Euro, weil die anderen 2.500 Euro gleich an den Bildungsträger gehen. Aber was viel schlimmer war, was dazu geführt hat, dass ich den Auftrag abgelehnt habe, mir wurde gesagt, von 30 Gründern muss ich 28 davon überzeugen, dass ihre Selbstständigkeit nicht funktioniert. Also ich muss selektieren. Das heißt, 2 hatten ehrlich nur eine Chance durchzukommen. Nun, das halte ich für keine saubere, ehrliche, faire, ethisch, moralisch einwandfreie Maßnahme. Deshalb habe ich das abgelehnt. Das Problem ist, wenn du in so eine Maßnahme reinkommst, nun, dann weißt du, dass die Chance dann 1 zu 15 steht, dass du durchkommst. Deshalb such dir lieber freie Unternehmensberater, such dir lieber Agenturen und Bildungsträger, die dein Interesse verfolgen, die ehrlich dein Konzept prüfen, eine fachkundige Stellungnahme machen und dich da begleiten, deinen Umsatz, dein Ziel, deinen Traum auch zu verwirklichen. Also wichtig, achte, dass du unabhängige Berater hast,
die nicht das Interesse des Jobcenters haben. Das Gleiche gilt auch für Bildungsträger. Ja, und schließlich der letzte Teil. Der letzte Ablehnungsgrund ist natürlich dein Businessplan, ist dein Konzept und vor allen Dingen hier dein Zahlenteil. Der Zahlenteil hat die Aufgabe, dem Jobcenter sichtbar zu machen, dass wenn das Jobcenter diese Investition tätigt, dir also 5.000 Euro Zuschuss gibt und noch ein Darlehen dazu, dass du innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate auch davon leben kannst, existieren kannst, tragfähig bist. Hierzu macht es auch Sinn, eine separate fachkundige Stelle hinzuzuziehen. Steuerberater, IHK oder Unternehmensberater zum Beispiel, die dann ein Gutachten machen und sagen, jawohl, wenn diese betriebsnotwendigen Investitionen, die im Angebot beigelegt sind und im lyrischen Teil kommentiert worden sind, wenn diese getätigt werden, unterstützt vom Jobcenter, dann hat der Antragsteller die große Chance, selbstständig ein Unternehmen aufzubauen, von dem er leben kann. Erst wenn das gegeben ist und wenn der Zahlenteil, der über 36 Monate, also 3 Jahre geht, erst wenn er das nachweist und begründet und glaubhaft ist und der Businessplan das auch dann beweist und erklärt, dann erst wird das Jobcenter dir diese Mittel bewilligen. Nun zum Abschluss noch, was kannst du kaufen, was kannst du davon anschaffen? Hier ist es leider so, dass jedes Jobcenter, jeder Sachbearbeiter teilweise ganz andere Auslegung hat des Paragraphen 16c. Die einen sagen, nur Sachgüter, also nur Dinge, die du dann tatsächlich auch materiell anfassen kannst, wie ein Laptop, wie eine Maschine beispielsweise. Teilweise Autos haben wir finanziert für Handwerker. Es gibt aber auch andere Auslegungen, die sagen, ja, selbst eine Webseite ist dabei. Ich habe sogar schon Bewilligung durch für eine Betriebsübernahme oder sogar so einen Kundenstamm, mit der gekauft worden ist. Und ich habe auch Bewilligung durch beispielsweise für einen Imagefilm, ja, für die Produktion eines Videofilms. Also letztendlich ist alles theoretisch förderfähig, wenn du es gut begründest, es betriebsnotwendig und nicht anders darstellbar ist. Versuche hier eine Gesamtaufstellung der notwendigen Investitionen zu machen und die gut zu begründen und dann stelle deinen Antrag. Nun, wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du gleich den Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch gleich nutzen, uns anrufen, deine Fragen stellen. Wir können dich aber auch dabei begleiten, diese Antragstellung erfolgreich über die Bühne zu bringen. Wir sind selbst zertifiziert, aber wir machen nur Einzelberatung und du kannst über AVGS sogar die Beratung kostenlos bekommen. Die gute Nachricht noch zum Schluss, solltest du eine negative Schufa haben und dir keine Bank mehr was geben wollen, dieses Instrument funktioniert auch dann. Du kriegst also auch hier einen Zuschuss mit negativer Schufa. Ich wünsche dir nun viel Erfolg bei deinem Antrag und ja, freue mich, dich kennenzulernen, wenn du unsere Hilfe brauchst. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.